Hoi Dani. Super, perfekt, freue mich. Bitte schön. So, reden wir über das Michaels Kreuzrennen. I just like the sound of it. Andreas Molin, bin 49, komme von Kegiswil, Obwalden. Ich bin Roberto Molin, ich bin seit 22 Jahren hier in Roth zu Hause. Wie man es hört, bin ich aus der Innerschweiz. Meine Hobbys sind hier hinten, in den Oldtimers. Vor allem Fiat 500 und Steyr Puch. Das ist so seit über 30 Jahren eine Passion von mir und auch von meinem Bruder. Wir haben das miteinander, das Werkstättchen. Der Bruder und ich sind seit über 30 Jahren leidenschaftliche Fiat 500 und Steyr Puch Schrauber. Ich selber bin seit 2008 auch der Präsident des Schweizer Fiat 500 Club. Mache das sehr gerne. Ich habe auch dort ein ganz gutes Team mit den super Sektionsleiter. Also der Fiat 500 Club Schweiz hat über 500 Mitglieder. Und ich habe sehr gute Sektionsleiter, die dort tätig sind. Ich selber bin jetzt 53, leidenschaftlicher Oldtimer-Fan, Schrauber natürlich. Das sieht man auch hier bei unserer Garage. In diesen 30 Jahren hat sich auch sehr viel angesammelt. Man sieht auch jetzt im hinteren Bereich Formel-Auto, die auf Basis des Fiat 500 konstruiert worden sind. Also Fiat 500 begleitet mich immer. Wir haben die Garage in der Nähe vom Gründer der IG Michelskreuz Rennen und von dort her ist auch der Kontakt entstanden. Wie wir zum indirekt, nicht gerade von Anfang an, aber später dann zu dem Michelskreuz Rennen gekommen sind. Ja, das Michelskreuz kann man als Oldtimer-Veranstaltung mal sicher im Überbegriff definieren. Das sind Auto mit 30 Jahren und mehr, die dort teilnehmen. Dazu ist Michelskreuz als Berg bekannt. Und man tut das als Michelskreuz Rennen definieren. Wir dann zwar nicht ein Rennen veranstalten, aber wir fahren mit einem Oldtimer in den Berg rauf. Oldtimer sind dann wirklich breit gefächert, vom Vorkriegsmodell bis zum neueren Jahrgang, natürlich die 30 Jahre, wo wir gerne dann einhalten, wenn es irgendwie geht. Es gibt aber auch spezielle schöne Autos, moderne, die wir euch natürlich darauf fahren. Und so fahren dann die Autos dreimal am Samstag den Berg rauf und dreimal am Sonntag den Berg rauf. Und so gibt es ein ganz cooles Ambiente nachher im Roter Dorf, also in der Schulstrasse, wo wir also das Fahrerlager haben. Das Michelskreuzrennen war ja wirklich mal ein Rennen. Also, wir reden hier natürlich 1923, ist da die erste Rennen, das ist das erste Rennen durchgeführt worden. Das ist das sechsmal wiederholt worden bis 1933. Und dann ist natürlich der Zweite Weltkrieg vor der Tür gestanden. Und nach dem Krieg dann ist das also ein bisschen in Vergessenheit geraten. In einer der letzten Rennen sind dann schon auch Autos dabei gewesen, unter anderem der Muff Bugatti, wo wir bei uns auf unserem Logo auch abgebildet haben. Der hat dann leider einen Unfall gehabt. Es gibt auch Bilder, wir haben die auch bei uns auf der Webseite, wo der Bugatti dann in der Muff-Kurve, und die nennt man jetzt nach wie vor so, unten im Wald unten, an einem Baum angestellt gelandet ist. Dort haben wir auch einen Gedenkstein platziert. Also dort findet man auch, wenn man leider ist im Moment der Weg schlecht zugänglich wegen dem Unwetter, das war vor ein paar Jahren.
Und das Geschichtliche selber kann man sagen, man ist dazumal mit TÜV vor allem gefahren. Also es waren noch Schotterstrassen. Und das ist noch weit verbreitet gewesen, dass man mit TÜV Rennen fahren. Generell ist das ganze Mobilität mit diesen motorisierten Fahrzeugen natürlich ein Highlight gewesen in diesen Jahren. Grundvoraussetzung waren natürlich die Oldtimer gewesen. Ja. Nachher ist mein Bruder der Robby ein Akteur gewesen, der natürlich in diesen Jahren hier auf Rot gezügelt ist. Und Robby hat ja eine Werkstatt gesucht, eine Hobbyschraubergarage, damit man auch das Hobby weiterführen kann, weil er da in Rot war. Und ist dann nachher beim Hans Bründler gelandet, wo dann ein Garage hatte. Und da ist man sich dann da einig geworden. Wir haben dort nachher dieses Hobbyschrauber-Garage dort aufgezogen. Wir haben dann sozusagen die erste Veranstaltung, sind wir nicht dabei gewesen, der Robby und ich. Und wir haben das wollen, im 3-Jahres-Rhythmus haben wir das wollen wiederholen. Und 2008 ist dann der Hans Bründler auf uns zugekommen. Wir waren dann gerade vis-à-vis vom Hans Bründler, nur damals im Bahnhof, vis-à-vis vom Bahnhof in Rot. Und haben sie gefragt, ob wir gerne würden im OK da mithelfen würden. Das war so ein bisschen der Startschuss gewesen, für uns zwei da mitzumachen. Also immer Oldtimer-Szene. Hans Bründler ist auch ein Oldtimer-Fan, hat auch selber Oldtimers. Und so hat man das irgendwie kombinieren. Die Organisation ist ganz ein wichtiges Thema. Wir fragen uns alle 3 Jahre immer wieder, wieso tun wir uns das an. Es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Aber wir machen das immer recht enthusiastisch. Also wir können uns immer wieder ein bisschen anzünden. Die Flamme die entfacht sich relativ schnell wieder. Und dann ist man wirklich voll mit Herz und Seele dabei. Die Organisation sie fährt nicht nur ein paar Monate vor ihnen an. Also wir schauen auch, dass wir den Kontakt behalten zu den Grundbesitzern, zu den Anwohnern. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir dort, das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute ihre Vorplätze und ihre Garage-Einfahrten und ihre Zufahrtsstrasse einfach zur Verfügung stellen und 2 Tage lang praktisch wie eingeschlossen sind, damit wir unseren Anlass durchführen können. Also das ist ein grosser Teil der Kommunikation. Natürlich ist ganz wichtig, dass man auch sehr gute Sponsoren hat. Und das ist ein zweiter Hauptteil, vor allem meine Aufgabe, die ich auch gerne mache, weil der Kontakt zu unseren Unterstützern, das ist extrem wichtig. Und da muss ich sagen, das ist wunderbar, wie wir jedes Jahr, also Veranstaltungsjahr, auch einen riesen Goodwill von Seiten von Geldgebern natürlich und Sponsoren haben, weil sonst ging das nicht. Was sicher gewachsen ist, ist die Professionalität des Anlass, auf jeden Fall. Also mit dem 2008 sie ist ja gleichzeitig auch der Sepp Ludin dazugestossen als Streckenchef. Zusammen mit dem Thomas Kohler vom ACS. Und die haben die ganze Streckensicherung und Streckenführung hinsichtlich dieser Fahrt super professionell aufgezogen. Und das war natürlich eine rechte Bereicherung. Wir selber, also ich von meiner Seite, bin im Bereich der ersten Phase noch von der Webseite da gewesen, die Anmeldungen gemacht. Alle Anmeldungen aufgezogen, gehandelt mit dem Festführer, also mit dem Programmheft, wenn man heute schön sagt. Das war so meine Aufgabe. Und wir haben in der Anfangsphase schon irgendwo um die 100, 120 Fahrzeuge gehabt, also von dem Auto um die 100 TÜV. Das ist so etwa das, was sich eingependelt hat. An Stückzahlen gegenüber dem Platz, den wir zur Verfügung haben, um die Fahrzeuge anzustellen, war immer etwa so gewesen. Und man hat, wie schon gesagt, also der Gewinn war sicher Professionalität. Wir sind mittlerweile bei der 6. Ausführung von dem Michelskreuzrennen, die Gedenkfahrt.
Und man könnte immer wieder auch Verbesserungen anmelden, dass man von der Durchführung viel gute Vorarbeit hat. Oder? Mich als Kreuzrennen ist in dem Sinn ja nicht ein Verein mit irgendwelchen 50 oder 60 Mitgliedern. Im Prinzip besteht der Verein aus dem OK, aus dem Vorstand. Und wir haben dann beim Anlass selber haben wir unsere Stammhelfer, die kommen, die immer ihre Position haben. Und dann geht das dann relativ zackig los. Von den Teilnehmern, also von den Besuchern her, kann man sagen, das ist Querfeld ein. Wir haben viele Interessenten natürlich aus dem Motorsport, natürlich von den Teilnehmern, die nehmen automatisch sehr viel mit. Wir haben aber viele Roter, Roter Bevölkerung, die sich gerne interessiert und uns da immer gut gesinnt ist auf diesem Anlass. Es ist ein gemischtes Publikum. Und es freut mich auch immer, dass man eine Familie darf sehen darf, die alten Autos mag noch schätzen und mal ein bisschen etwas drin sehen. Das ist immer noch schön zu sehen. Wenn ich von Michels Kreuzrennen rede, dann höre ich die vielen Zuschauer und die vielen Leute, die durch die Fahrzeuge durchfahren und sagen, auch so einen hatte ich einmal. Das höre ich sehr gerne. Wir wollen uns nicht irgendwie abheben in einer Veranstaltung, die unberührbare Fahrzeuge hat. Also das haben wir von Anfang an gehabt, dass wir durch die ganze Bandbreite durch, vorstellen können, was an Fahrzeugen auch vor 30, 35 Jahren gegeben hat. Natürlich haben wir auch die Fahrzeuge, die damals, vor 100 Jahren, auch das Rennen gefahren sind, die möchten wir gerne auch zeigen. Und dort haben wir auch sehr viel. Also wir möchten wirklich eine grosse Bandbreite zeigen. Und das klingt uns immer sehr gut, auch bei den Motorrädern. Also wir haben wirklich auch sehr viele Motorräder, die aus den 20er Jahren da sind. Und das ist wirklich ein Hauptziel des Ganzen. Und natürlich in Erinnerung von den Fahrten, die damals waren, zeigen, wie sich auch die Mobilität von der Menschheit allgemein entwickelt hat. Das ist das Schöne daran. Und wir sind dort sehr abwechslungsreich. Das ist ganz wichtig. Abgesehen von dem, dass wir Teilnehmer haben, die schon seit dem ersten Mal dabei sind, die wir sehr schätzen, also die Treue, haben wir immer wieder auch neue Leute, die von unserem Anlass gehören. Und das ist ja das, was man als Organisator will, dass das gegen aussen kommuniziert wird. Es sind aber auch ganz viele Partner von uns, die dann uns unterstützen und sagen, hey, ich kenne noch einen. Du bist auch so einer, der mir hilft. Auch neue Rennfahrer, neue Mitglieder oder neue Teilnehmer zu akquirieren. Und das ist schon natürlich ganz wichtig für so ein Event, dass das funktioniert. Also wir haben auch Prominente bei uns gehabt, das Jahr leider weniger. Also der Marcel Fessler ist ja auch schon mit Audi Quattro da aufgefahren und hat gesagt, näher kann ich es ja nie haben. So ein Event, der kommt ja aus dem Kanton Schweiz. Aber wir haben auch ganz prominente Fahrzeuge, Pirelli-Fahrzeuge, und immer natürlich von Partnern, die uns sehr gut gesinnt sind. Also das ist der Bachmann Dani, der immer mit seinen Quattros und wirklich sensationelle Fahrzeuge, die die Rallye-Ikonen sind. Wir werden dieses Jahr auch eine zweite Rallye-Ikone, einen Lancia Delta S4 haben. Das haben wir noch nie gehabt und da freue ich mich am meisten drauf. Eventuell halt nur am Sonntag, weil ja, das sind auch Leute, die an anderen Events noch teilnehmen. Wir haben auch Rallye-Fahrer bei uns oder Meisterfahrer, die in den Meisterschaften drin sind, die sich das nicht wollen. Wir sind, also ich habe immer zwei Wochen Ferien, he? Eine Woche davor und eine Woche danach. In der Woche davor ist natürlich das Kribbeln da und man tut sich vorbereiten, man tut die ganzen
Beschilderung, Strassenschilder. Man tut die letzten irgendwelche Schilder vorbereiten und schauen, dass wir einfach am Mittwoch schon loslegen können. Ein grosser Teil betrifft dann das Fahrerlager. Also man, die ganzen Platznummerierungen tut man dann da betreuen. Wir haben Helfer am Platz, die müssen wissen, was sie machen wollen. Einerseits dann wir helfen, andererseits auch entsprechend Infos geben, was muss gemacht werden muss. Das Ziel ist schlussendlich, am Donnerstagabend muss das Fahrerlager stehen. Die ganze Beschilderung um rundherum, dass man weiss, wo hinkommt, weil am Freitag geht es dann langsam los. Und dann ist da mal kurze Hektik dort am Freitag. Oder? Das fährt dann an, Haufen Töffler kommen mit und dann will jeder das beste Plätzchen. Und wir wollen wissen, wo das Ganze ist. Und das ist, ja, das ist ein bisschen hektisch dann. Also, fertig ist es dann, also fertig, ja, Anführungszeichen, ist dann am Samstag, am Morgen, am Viertel, am 9., wenn der erste Lauf startet und jeder sein Plätzchen hatte, dann gibt es ein bisschen Ruhe dort drin, alle fahren und wissen wieder, was man zurückkommt. Und wenn alles gut gelaufen ist, kann man sagen, mal, jetzt läuft es. Ja? Also die Hauptarbeit, jetzt Mala selber ist wahrscheinlich das Schlimmste gemacht von meiner Seite her, weil ich weiss, ich habe gute Leute auf den Schlüsselposten. Ich finde es schade, dass mein Bruder entschieden hat, an dem nächsten Michelskreuzrennen nicht zu fahren, weil normalerweise ist er mit dem Tourenwagen gefahren und ich bin mit dem Formelauto, mit dem Weissen, gefahren. Und er hat, irgendwie hat er jetzt das Gefühl gehabt, ihn braucht es als Person da und hat gesagt, ich will nicht fahren, ich will Troubleshooter sein. Dieses Jahr würde ich nicht starten selber, aber der Robi wird mit dem Auto von uns, das wir zusammen miteinander aufgebaut haben, da den Berg rauffahren. Und das ist so ein Rennpuch, sage ich jetzt. Das ist ein steiler Puch da hinten, das ist kein Fiat. Das haben wir uns vor Jahren mal gegönnt, mal einfach zu Hause zu lassen, einen Auto aufzubauen und alles, was Gott verboten hat, mal irgendwo einfach umzusetzen. Und das ist dann entstanden. Das ist ein Steyr Puch 500S, nach dem Gruppe 5-Reglement aufgebaut, wie sie Fiat machen. Und das ist ein Rennauto, kann man wirklich sagen, mit allem Zeug drin, wo man gerne hat an so einem Rennwagen. Also mit Slickbereifung, speziellem Fahrwerk, Feuerlöschanlage und natürlich genug Power drin. Und der Robi wird dann mit dem hier rauffahren. Ich würde den supporten natürlich dann, vor dem Start entsprechend schauen, dass das alles sauber läuft. Ich selber würde fahren. Ich möchte mir das wirklich nicht wegnehmen lassen. Es kann sein, dass ich vielleicht die erste Fahrt am Samstag nicht fahren würde, bis ich weiss, dass alles gut funktioniert. Aber sonst würde ich gerne alle Fahrten mitmachen. Aber die grosse Arbeit ist natürlich beim Aufbauen. Donnerstag, Freitag, dort sind wir voll und ganz da, zum können. Und das sind dann halt 24 Stunden Tage, wo man dann wirklich schauen, dass alles parat ist für den Event selber. Wir nehmen uns, also Robi und ich, nehmen uns die Freiheit, an diesem Tag keinen fixen Job zu haben. Wir sind überall und nie, sag's mal so. Weil es braucht so viel am Anlass selber, dass man dann einfach schnell da muss, kommt einer und der hat ein Problem. Und ich bin dann auf jeden Fall im Fahrlager drin. Es gibt dann eben so spezielle Momente, wo man sagt, hey, da muss ich schnell einen schauen, dann mache ich das, gehe ich schnell dorthin und löse das Problem. Ich sage eben, Haufen Fragen hinsichtlich der Anmeldung gibt es immer wieder.
Und dann bin ich da abrufbar vom Infobüro. Ich bin per Handy erreichbar und so läuft das dann eigentlich den ganzen Tag. Also man hat immer etwas zu tun, also auf jeden Fall. Und von dem her ist es euch, ich sage jetzt mal eins so, glaube ich, nicht schlecht, dass wir einfach ein bisschen agieren können, wenn es dann irgendwo klemmt. Es ist ja immer, der Alles selber ist eine Punktlandung, wo wir kennen, funktionieren. Und es gibt halt etwa das Problem und da. Das ist leider so ein grosser Lass. Wir können ja das nicht üben in dem Sinn. Es ist immer alle 3 Jahre, gibt es wieder etwas Frisches. Und ja, das können wir uns so etwa nicht teilen, der Robi und ich. Oder? Ein grosser Teil, wenn man 100 Helfer da auf dieser Strecke verteilen muss, ist auch das Suchen von diesen Helfern. Weil wir ja nicht ein Verein sind, der 100 Mitglieder hat und die Mitglieder stehen dann dort in der Straße. Wir müssen praktisch jedes Mal von vorne anfangen. Ganz viele kommen wieder, weil sie den Anlass super finden. Die können wir auch wieder engagieren. Aber sehr viele Leute müssen wir auch wieder von vorne rekrutieren und überzeugen, uns zu helfen an diesen 2 Tagen. Und die arbeiten wirklich Vollgas, sind dabei, sei es beim Aufstellen, wie beim Anlass, wie auch beim Abräumen. Ja, natürlich braucht es auch ganz viele Lieferanten und Partner. Ob jetzt das nur schon die 50, über 50 Tonnen New Jersey-Elemente, die wir hier in den Hang aufbiegen. Das sind irgendwelche Fähnchen und Strohballen und alles. Das ist alles zu organisieren. Und zusammen mit dem, je nachdem, was es ist, wenn es die Strecke ist, dann haben wir einen ganz guten Rennleiter, der natürlich auch seinen Beitrag leistet. Das sind dann mehr so die Fäden, die wir dann zusammenspinnen und dann zum Resultat kommen. Was ich natürlich auch extrem aufwendig empfinde, das ist das ganze Programmheft, wo wir uns seit dem Anfang ganz eine hohe Qualität zuschreiben lassen. Das ist eine Aufgabe, die der Andi, also jetzt mein Bruder, extrem gut macht und sich wirklich voll und ganz reinstürzt. Dort lässt er auch nichts anbrennen. Das ist also wirklich super. Und ich kann nur mit solchen Leuten arbeiten um mich herum. Und das haben wir auch. Dass Leute, die anpacken können, die genau wissen, wie das muss kommen. Und nur so funktioniert es. Was für Besucher kommen da das Rennen? Quer durch alles durch. Wir haben jung und alt. Natürlich spricht sich das am besten in der Oldtimer-Szene herum, Fans, die uns kennen. Es ist doch auch schon seit dem 2005, wo das stattfindet. Die Fans die fragen auch immer nach. Jetzt haben wir halt einen 5-Jahres-Rhythmus gehabt, wegen der besonderen Lage. Und die vielen Fragen, die gekommen sind, ja, wann macht ihr das wieder? Ganz viele Leute fragen uns auch, wieso macht ihr das nicht alle Jahre? Und da muss ich Ihnen sagen, nein, tut mich bitte verschonen. Und ich finde das auch ganz gut, dass wir so einen gewissen Abstand können wahren können, weil auch die rote Bevölkerung, wo ich ein riesen Kränzchen winde, dass wir dürfen alle 3 Jahre ihr Dorf praktisch auf den Kopf stellen. Das ist sensationell, aber das erste Jahr brauche ich es einfach, um das Ganze zu vergessen, zu verdauen. Und wenn wir dann danach irgendwo nach 2 Jahren wieder kommen und sagen, du, wir möchten gerne nächstes Jahr wieder, und dann sagen, ja, sind schon wieder 3 Jahre vorbei, und das ist das Schöne daran. Wir haben nicht irgendwo nur Gegenwind, sondern wir sind auch ganz viele Anwohner vor Ort, die Freude haben an diesem Anlass und Besucher sind bei unserem Anlass. Es ist also wirklich quer durch das ganze Band durch. Wir haben nicht irgendwelche Präferenzen. Du bist in der Steierbuch-Szene sehr engagiert. Du hast ein Familienleben, ihr habt eine eigene Werkstatt. Wieso machst du das mit dem Michaels Kreuzrennen? Was ist deine Motivation? Ja, das frage ich mich manchmal. Es ist ja eine Belastung, das darf man schon sagen, warum man das macht. Aber es ist
Ich glaube, wenn es nicht so ein paar Leute gibt, die einfach ein mehr machen, als die Nasenspitze wächst, gibt es so alles nicht. Das ist, es braucht sehr viel Engagement, sehr viel Herzblut zum Ganzen an. Und das muss man immer wieder, auch wieder selber stupfen. Ich darf ehrlich sagen, es gibt wirklich Situationen, auch jetzt, wo man dann sich manchmal fragt, wenn man mit gewissen Herren zu tun hat, muss ich mir das wirklich antun? Oder? Also Unverständnis trifft man immer wieder an, auch bei den gewissen Teilnehmern. Und dann fragst du dich, soll ich meine Freizeit opfern, um solchen Leuten so eine Gelegenheit zu bieten? Aber zum Glück ist es ein ganz kleiner Prozentsatz, der da an sich dann eher gegen Strom schwimmt. Und wie schon gesagt, es ist eine Faszination, dass alle nachher Freude haben und man da kann mitmachen kann und diesen Leuten eine Plattform bieten kann, mit so tollen Fahrzeugen dann den Berg hochheizen. Und wir sind infiziert mit diesem Oldtimer-Zeug. Und ich sage, wenn wir untereinander nicht zusammenheben, was wird denn in Zukunft? Oder? Und da braucht es halt immer wieder so gewisse Leute, wo ich mich auch dazu erzähle, die einfach da probieren, noch etwas aufrechtzuerhalten, wo man das kann geniessen kann. Ja, wir wissen ja nicht, wie lange das geht. Und du hast es angesprochen, was in Zukunft geht, hinsichtlich der gesetzlichen Richtlinien, wissen wir ja auch nicht. Und wir versuchen das zu geniessen und wir hoffen da immer wieder, dass wir auch da den Zuspruch rüberkommen von außen, oder? Weil ohne das geht es nicht.